Mein Name ist Nico Imhof. Willkommen bei Stichpunkt.tv. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind bei der Tätowerotika, beziehungsweise beim Buber Verlag und bei dem Chefredakteur Nico Imhof, richtig? Bitte bestätige das. Ja, richtig, ich bin Nico Imhof, genau. Zur Tätowerotika können wir ja noch ein paar Takte sagen. Da wird sich jetzt in Zukunft einiges ändern. Genau, da gehen wir gleich noch drauf ein. Du warst aber, oder ja, ich kann schon sagen, warst Chefredakteur der Tätowerotika. Oder wie ist das offiziell gerade momentan? Genau, seit 1. Januar 2016 bin ich jetzt Geschäftsführer des Huber Verlags und war die letzten 3 Jahre Chefredakteur der Tätowerotika. Und habe das jetzt gerade aktuell an meinen Kollegen und sehr geschätzten Freund Boris Blatter abgegeben und werde in Zukunft dann die Bildredaktion übernehmen. Wir haben auch schon früher oder die letzten 3 Jahre super eng zusammengearbeitet. Er hat eigentlich 80% der Textredaktion übernommen. Und die Interviews, ne? Ganz genau. Und ich habe die Bildredaktion gemacht und die Organisation des Magazins. Jetzt verschieben sich ein bisschen die Aufgaben, aber in der Leitung Boris Glatter. War das denn am 1.1. schon so geplant, dass du dann die Tätowerotika, sag ich mal, abgibst? Oder, also jedenfalls die Leitung abgibst? Oder war das jetzt, dass du einfach gemerkt hast, es ist besser, wenn man sich einzeln darauf konzentriert? War eher so. Also anfangs dachte ich, mal schauen, wie es die Zeit zulässt. Weil die Tätowerotika ist schon ein Herzensprojekt von mir auch. Mache ich sehr, sehr gerne, aber das Heft hat halt auch verdient, dass man ihm die volle Aufmerksamkeit widmet. Und wenn ich sie nur noch halbherzig machen kann, möchte ich es nicht machen. Von daher, mein Netzwerk an Fotografen und Models und so weiter füge ich weiterhin gerne bei und bin da auch mit Rat und Tat zur Stelle. Werde das auch organisatorisch noch weiterhin machen, aber die Heftorganisation und der Textanteil muss jetzt einfach jemand machen, der sich dem ganz widmen kann. Ja, das ist einfach zu viel. Wie sieht denn ein normaler Tag im Leben eines Chefredakteurs so aus? Kannst du das mal so ein bisschen einen Einblick geben? Weil das klingt auf jeden Fall nach viel, ich glaube dir das auch, aber es wäre interessant, das mal genauer so ein bisschen zu detaillieren. Also erstmal kommt man morgens rein und trinkt 3 Champagner, trifft sich mit ein paar nackten Frauen. Klingt nach einem Nein, Satz für Quatsch. Mich. Ja, genau. So stellen sich da viele vor. Nee, klar. Deswegen, ich denke nämlich, dass sich viele das ganz falsch vorstellen. Wie du schon sagst, ich glaube, man sieht es jetzt auch hier unter uns, dass du quasi vom Schreibtisch, der uns hier gegenüber steht, die ganze Zeit auf einen sehr schönen Po siehst mit Tattoos. Klar, so denken dann wahrscheinlich die meisten. Er läuft rum, irgendwelche nackten Frauen und so weiter. Ne? Ja, ja, klar. Das ist tatsächlich so. Ja. Das ist so. Also das kriegt man immer so zu hören, sagen wir es mal so. Die meisten denken, es ist der absolute Traumjob. Ist es auch, aber er weicht dann doch von dem ab, was viele sich vorstellen. Also hier gibt es keine Live-Castings hier in meinem Büro oder sowas, das ist Quatsch. Ja, hier ist auch keine Couch, ne? Nein. Wundermisch. Keine Besetzungscouch. Wahrscheinlich, wenn man es runterklappt. Ja, genau. Nee, im Normalfall sieht es so aus, am Anfang einer Heftperiode geht man mit einem Seitenbelegungsplan her. Ja, man hat quasi wirklich ein DIN A4-Blatt, auf dem 148 Seiten zu sehen sind, leer. Und die muss man mit Leben füllen. Okay. Erstmal quasi skizzieren. Ja. Das heißt, man überlegt sich in der Redaktion und mit den Kollegen, welche Themen wollen wir ansprechen für die nächste Ausgabe. Dann plant man diverse redaktionelle Themen, plant natürlich seine 60% oder 65% Fotostrecken ein. Es sind ja meistens zwischen 14 und 16, ja, weil wir jeder Strecke mindestens 6 Seiten widmen wollen. Ja, das ist kleinere, sehr umfangreich. Genau, kleinere Fotostrecken möchten wir auch nicht machen, dann wird es zu kleinteilig. Wir arbeiten ja auch mit großen Bildern hochwertig, immer so zwischen 6 und 8 Seiten. Dann plant man die, dann geht man irgendwann an die Einsendungen, also alle Fotostrecken, die eingereicht wurden von Fotografen oder Models. Das sind, diese Ausgabe waren das mehr als 100. Viele produzieren wir auch selbst. Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Genau. Models bewerben sich ja auch und sagen, okay, ich habe aber gar keinen Fotografen. Dann, wenn das zum Tragen kommt, wir die Frau toll finden und alles passt, die Gegebenheiten, dann schauen wir, dass wir an ihrem Wohnort in der Nähe, wir haben eigentlich in allen großen Städten in Deutschland
Partnerfotografen, mit denen wir schon seit Jahren arbeiten, die wir überprüft haben, dass es keine schwarzen Schafe sind. Ja, und keine touchigen Fotos. Ja, ja, ganz genau. Da muss man ja auch aufpassen. Auch vorsichtig sein, genau. Und von denen wir wissen natürlich, dass sie auch die Qualität abliefern können, die wir uns wünschen. Ja. So, dann vermitteln wir die Damen an die jeweiligen Fotografen. Mhm. Die produzieren das Fotoset wie gewünscht und reichen es dann quasi mit ein. Mhm. Die haben natürlich aber, es sind vorrangig zu behandeln, weil es ja quasi Auftragsarbeiten sind. Genau. Ja, und der Rest wird quasi aufgefüllt mit Einreichung und ja. Dann habt ihr eigentlich immer genug Material, ne? Wir könnten. Bis hier oben wahrscheinlich. Absolut. Und wie ist das, wenn ihr so eine Fotostrecke in Auftrag gibt? Habt ihr da vorher eine bestimmte Vorstellung oder sagt ihr einfach, ach, ich sag jetzt mal ganz doof, diese Rothaarige mit den tollen Tattoos hat sich beworben, mach was Schönes draus? Oder sagt ihr, ja, es würde super passen, wenn die grüne Dessous dann hätte? Jetzt, oder? Was weiß ich. Tatsächlich haben die Fotografen da freie Entfaltungsmöglichkeit. Mhm. Ist auch so, ein Fotograf kann sich nicht bei uns bewerben und wir sagen dem dann, ja, ja, klar, hier kriegst du ein Model von uns und dann passt das. Bevor es so weit kommt, muss der erstmal erprobt sein. Das heißt, im ersten Schritt, wenn sich ein Fotograf bewirbt, kriegt er von uns einen Leitfaden, darf auf sein Risiko eine Strecke produzieren mit einem Model, was er sich selbst kümmern muss. Okay. Weil wir auch nicht wollen, dass ein Model, was wir für sehr gut erachten, verheizt ist. Schicken wir das jetzt zu einem Fotografen und er macht nichts Gutes draus, dann ist es auch vom Image fürs Magazin, das Mädel spricht das rum, ja, war irgendwie alles unbefriedigend und so weiter. Ja. Erstmal, wenn ein Fotograf sich bewiesen hat, dass er quasi unser System, unseren Qualitätsanspruch realisieren kann und schon mit Strecken, die funktionieren, bei uns vertreten war. Erst dann sagen wir, okay, wir haben uns über dich informiert, deine Strecken, die du angereicht hast, haben gepasst. Mhm. Qualität ist immer so, wie wir es uns wünschen. Jetzt können wir anfangen, dir auch Models von uns, die sich bei uns bewerben, zuzuschieben. Okay, also ihr testet die Fotografen vorher relativ gut und es war jetzt auch noch nie, dass jetzt trotz allen Vorsichtsmaßnahmen da irgendwas rumgekommen ist, wo ihr gesagt habt, sorry, versuch's nochmal. Doch, das gab es auch schon. Das gibt's ja immer ganz, mal, ganz, oder? Ja, das gibt es ganz selten tatsächlich bei uns, weil ich da sehr vorsichtig bin. Mhm. Aber gab es auch schon. Mhm. Ja, ein Fotograf war wohl, also ich meine, ich muss ja immer das glauben, was ich dann gesagt bekomme, hat sich nicht so verhalten, wie es sein sollte. Es ist jetzt auch nichts passiert oder sowas, aber... Ja, es reichen ja schon Kommentare dann. Ganz, ne? Genau, es war, das Mädel hat sich nicht wohl gefühlt und wollte dann auch nicht und dann haben wir uns auch entschuldigt, ja, ich bin nicht dabei und haben sie zu einem anderen Fotografen geschickt und dann hat das prima funktioniert. Ja, super. Aber das ist... Also, hat sie sich nochmal getraut? Ja. Da, ja. Und die Mädels, sag ich mal, jemand kommt aus Berlin, das ist jetzt nicht um die Ecke von Mannheim, wo wir gerade sind, und bewirbt sich, schickt natürlich einfach ein paar Bilder. Ganz genau. Dann kann es natürlich aber auch sein, also die Models testet ihr in dem Sinne nicht oder testet ihr dann mit dem Fotografen auch. Weil es kann ja auch sein, dass die Bilder so stark bearbeitet sind, das weiß man ja nicht, ne? Jetzt bei aller Liebe. Aber, ja. Ne? Sehr berechtigte Frage. Oder dass die Ausstrahlung dann auf einmal irgendwie voll ist oder sie... Das werde ich oft gefragt tatsächlich, weil manche Mädels sich wundern. Ja, in dem Augenblick, wo die sich bewirbt mit ihren Daten und ihren Bildern, verlange ich ein Polaroid, unbearbeitet, eigentlich tagesaktuell. Aber nicht nackt, oder? Nackt, aber mit Unterhose. Okay, also oben ohne. Ja, einfach gerade frontal von vorne. Okay. Das Bild wird auch vernichtet, ist noch nie was schiefgegangen. Es geht nur darum, dass du die Eckdaten... Ja, muss man haben, okay. Weil... Ich sage jetzt einfach mal so, viele Damen schummeln gerne. Mhm. Ja, das ist alles gar kein Problem, wenn das dann irgendwie 52 Kilo statt 50 Kilo sind oder sowas oder hier und da auch mal was bearbeitet wurde. Aber es gab auch schon Bewerbungen, die wirklich gravierend von dem abgewichen sind, von dem, was eingereicht wurde. Was man schon bekommen hat, okay. Ja gut, da kann auch viel passieren. Ja, und dann ist auch, das Problem ist ja auch, egal wie das Ergebnis dann aussehen würde, der Fotograf, wurde in das Licht geführt, er hat vielleicht doppelt so viel Arbeit, er muss doppelt so viel retuschieren, was eigentlich gar nicht Sinn der Sache ist. Wir möchten die Damen ja eigentlich so natürlich und belassen, wie so gut wie es geht. Ja. Ja, von daher wäre es auch unfair dem Fotografen gegenüber, wenn wir sagen, hey, wir haben hier ein Top-Mädel für dich und zum Schluss ist es so, dass sie... Es geht ja gar nicht nur ums Aussehen, es ist zum Teil auch der Erfahrungswert. Man muss dem Fotografen vorher sagen, hey, die sieht super aus, ja, der hat tolle Tattoos, hat aber überhaupt gar keine Erfahrung vor der Kamera. Mhm. Ist auch gar kein Stress, wenn man das vorher weiß. Da muss man einfach ein anderes Zeitfenster einplanen. Man muss mehr mit der arbeiten, sie muss erstmal Vertrauen gewinnen in das Shooting rein. Die erste Stunde ist meistens, ich sag jetzt mal so,
Ausschuss. Ja, zum Reinkommen. Das ist aber genau zum Aufwärmen. Das ist auch vollkommen okay, aber man muss es wissen. Der Fotograf muss es auch wissen. Ja. Hattet ihr denn schon mal jemanden, der dann auch einen Rückzieher gemacht hat? Also ein Mädel, die dann gesagt hat, okay, ich möchte das und dann im Nachhinein aber gesagt hat, nee, mir ist es doch zu krass, mich auszuziehen, oder? Ja, das kommt hin und wieder vor in der Bewerbungsphase schon. Mhm. Ja, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Einen Fall gab es auch, da fand das Shooting statt. Die Bilder waren super. Die war wirklich bei einem Top-Fotografen und hat dann die Bilder zurückgezogen. Okay, aber was halt super ärgerlich ist, ja, weil die Kosten hat man natürlich. Ja. Also ihr zahlt dann natürlich, also den Fotografen zahlt ihr dann genau. für die, und die Mädels sind dann einfach, also die Veröffentlichung an sich ist einfach die Prämie, sag ich mal, ne? Ja, nee, genau. Also wenn, ich meine jetzt zahlungsmäßig, das ist dann schon eine große Ehre, in einem Magazin zu sein. Es ist nicht, dass ihr dann noch groß irgendwie dann gegen Geld gebt oder so. Doch, wir bezahlen die Fotografen logischerweise. Und die Models auch. Wir bezahlen die Models auch. Ach so. Also in dem Augenblick, wo wir, nee, wir bezahlen alle Mädels, die veröffentlicht wurden. Okay. Aber wir bezahlen sie erst dann, wenn sie erschienen. Ja, das ist ja klar. Genau. Sonst habt ihr ja nichts davon. Nee, das ist ja also Quatsch. Es gibt keine Antrittsgage oder sowas, dass sie beim Shooting auftauchen. Nee, das habe ich mir. Ich habe sogar gedacht, dass sie tatsächlich mit den Fotos, also mit der Veröffentlichung bezahlt werden. Aber nein, das war vor meiner Zeit tatsächlich so. Okay. Ja, bevor ich Chefredakteur. Dann hast du das doch wegen irgendwas im Kopf. Noch. Genau. Vor meiner Zeit, bevor ich Chefredakteur war. War es so, dass die Mädels keine Gage erhalten haben. Jetzt ist es auch nur eine Veröffentlichungsprämie, aber alle bekommen das Gleiche. Da gibt es auch immer wieder die Gerüchte, dass jede Dame hier unterschiedlich so nach Bauchgefühl und Sympathie bezahlt wird. Nein, alle Damen erhalten immer das Gleiche. Okay. Und hast du denn sonst noch Sachen geändert, seit du Chefredakteur bist, wenn ich fragen darf? Ja. Ich habe anfangs ganz viel geändert. Also, Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe das Layout komplett geändert. Mhm. Früher war es so, dass die Strecken quasi einzeln gelayoutet wurden, immer in sich betrachtet. Das heißt, es wurden Farben aufgegriffen, die in dem Set vorkommen, in den Fotos. Mhm. Das heißt, grüne Wäsche, dann war der Hintergrund vielleicht grün, wie auch immer. Wir haben uns ja dann entschieden, das Layout sehr pur zu gestalten. Mhm. Wir layouten ja quasi immer auf schwarz oder weiß. Okay. Ja, haben auch die Schriften reduziert, also die Schriftarten. Ja, dass also, es nicht so gruselig wird. Ja, nicht, dass in einem Heft 30 verschiedene Schriften vorkommen und so weiter. Genau, dann haben wir die Bilder vergrößert. Also in der Darstellung, früher waren zum Beispiel auf einer Seite oft 3, 4, 5 Bilder. Ja, jetzt gibt es oft ganzseitige oder sogar doppelseitige Bilder. Mhm. Einfach um dem Ganzen mehr Luft zu geben und es halt ein Stück weit hochwertiger nochmal darzustellen. Man musste das Magazin, es war vorher nicht schlecht. Auf keinen Fall, aber man muss es der Zeit anpassen. Ja. Ja, ich meine, klar, in 10 Jahren muss man sich halt mitentwickeln. Mhm. Und das habe ich dann quasi in einem harten Cut gemacht. Und ja, hat auch gut funktioniert. Wie war das? Wie war dieser harte Cut, dass dann das erste Magazin, sag mal, in deinem Stil rauskam? Ganz war das aufregend oder warst du so ein bisschen auf, wie kommt es an? Ja, absolut, natürlich. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass so die erste Verkaufsprognose, die kriegt man 3 Tage, nachdem es im Handel steht, ist so eine Erstprognose, wie lief das Wochenende und so. Mhm. Logisch wartet man dann sehnsüchtig auf die Zahlen und hofft, dass die irgendwie im Plus gestartet ist. Ja. Ist ein Grund dafür, dass du das jetzt etwas purer gestaltet hast, auch diese, ja, ich sag mal, Reizüberflutung der heutigen Zeit? Weil wenn du so viele kleine Bilder hast und du hast ja schon deinen Facebook-Stream, du gehst irgendwo lang, du siehst ständig Bilder, du siehst eigentlich inzwischen auch ständig Tattoos, oft nackte Frauen, dass du nicht möchtest, dass das so eine Massenware ist, sondern dass das man sich auch wirklich damit beschäftigt, mehr oder weniger? Also erstens hatte ich das Gefühl, dass das Heft dadurch reifer und erwachsener wird. Mhm. Ja, auch die Leser sind keine 18. Aber sie müssen über 18 sein, wenn ich kurz zwischenfragen darf? Nein, müssen sie nicht. Okay, ich habe immer gedacht, um das zu kaufen, musst du über 18 sein. Dann müsste es eingeschweißt sein und man müsste mehr sehen. Ganz genau. Alles klar, muss nicht mehr sein. Genau. Ja, nein, ich wollte sie etwas reifer machen und wie gesagt auch der Zeit anpassen. Aber es ist auch so, wenn man ein Top-Bild hat, was einfach wirkt, kann man das auch mal auf einer Doppelseite platzieren. Mhm. Und dann bleibt man daran auch hängen und blättert es nicht direkt über. Okay, super. Und wie macht ihr das, dass ihr, sag ich mal, die Mädels zusammenstellt? Also, ja, sag ich jetzt mal ganz blöd, rot, braun, blond, braun. Also guckt ihr dann auch immer, dass nicht 2 Schwarzhaarige hintereinander sind? Absolut. Oder? Ja? Ja. Okay. Also wir schauen schon, dass genau die,
die Heftfolge von vorne nach hinten, wenn man blättert. Mhm. Also von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Es gibt auch Leute, die machen das tatsächlich. Ach, was? So. Ja, genau. Und das nehmt ihr noch mit in die Berücksichtigung? Ja, man muss alles mitnehmen. Man muss schauen, dass zum Beispiel, man sagt immer, ein Heft muss gut anfangen, es muss auch gut enden. Natürlich muss es überall gut sein. Aber man muss dann darauf achten, dass man zum Beispiel, man hat jetzt 5 Blonde und 5 Braunhaarige drin, als Beispiel. Ja, dass sie jetzt nicht alle hintereinander alle Blonden und alle Braunhaarigen, das wäre Quatsch. Oder man schaut auch, dass jetzt nicht 2 Outdoor-Sets folgen, dann 3 Indoor. Mhm. Ja, also man guckt einfach, dass die Vielfalt stimmt und es abwechslungsreich beim Blättern auch einem so, also dass das Gefühl der Abwechslung direkt sich einstellt beim Blättern. Ja, und wer sucht das dann genau aus? Welche Mädels da reinkommen? Die sind ja, wie du auch schon sagst, oder ich auch schon gesehen habe, sehr unterschiedlich. Kurzhaarig, langhaarig, ganz genau. Verschiedene Textile, ja, teilweise genau. Komplett tätowiert, teilweise, dass man ja sagt, okay, ist gerade noch so ein Tattoo-Model, weil sie jetzt ein Tattoo an der Seite hat. Und da gibt es ja auch verschiedene Geschmäcker, ne? Dass man sagt, okay, ich stehe auf Tattoos, aber jetzt nicht vollgehackt. Aber wer sucht das denn aus? Beziehungsweise wessen Geschmack oder wie wisst ihr, wie ihr die breite Masse im Geschmack abdeckt? Das würde mich interessieren. Ist nicht einfach. Ja. Ne? Eigentlich habe ich das gemacht. Mhm. Ne? Also die Zusammenstellung ist ja auch mehr oder weniger die Aufgabe des Chefredakteurs. Man muss dafür objektiv sein. Ja, das stelle ich mir ja schwierig vor. Man kann es auch bis zu einem gewissen Grad. Es ist, wie du sagst, manche Frauen haben nicht ganz so viele Tattoos. Mhm. Ne? Aber wir haben auch keine Mädels drin, die nur ein Alibi-Tattoo haben. Irgendwie 2 Sternchen auf dem Nacken. Sowas funktioniert nicht. Aber natürlich gibt es auch genügend Leser, die sagen, ah ja, Tattoos an Frauen finde ich hübsch, sexy, wie auch immer. Aber natürlich nicht komplett von oben bis unten zugehackt. Gibt es auch. Die Leser sind unterschiedlich und damit müssen wir auch probieren, so viele wie möglich zu erreichen und, ich sag jetzt mal, zu befriedigen. Ja. Wie ist es bei Tattoo-Stilen? Also, gab es vielleicht sogar mal die Gegebenheit, dass sich jemand beworben hat und dann gab es vielleicht, sag ich mal doof, es gab Bilder, die waren schön, dann gab es das Polaroid, von dem du erzählt hast und auf einmal, ich sag jetzt mal ganz blöd, war ein Hakenkreuz hinten auf dem Rücken. Solche Geschichten in der Richtung, gab es sowas auch schon mal? Gab es auch schon mal. Oh, okay. Ja. Wird direkt abgelehnt. Ja, klar. Ja. Aber das muss ja dann erstmal der Fotograf auf die harte Tour rausfinden, oder? Wenn ihr das nur von vorne gesehen habt. Ja, also ich hatte das jetzt erst einmal. Ja. War auch keine Auftragsarbeit. Ja. In dem Augenblick war ja auch dieses Polaroid gar nicht da. Mhm. Der Fotograf hat das fertige Set eingereicht. Ich habe es mir angeschaut. Auf den ersten Blick dachte ich noch, oh, ist wirklich toll. Ja. Und dann sind diverse Motive auf dem Körper quasi in die rechte Ecke gegangen. Und ja, da gibt es auch wirklich keine Diskussion oder Überlegung. Ja. Da sind wir sehr konsequent. Und ja, das ist klar. Aber da muss man ja auch aufpassen. Ne? Es kann ja auch mal sein, dass einem sowas irgendwie durch die Lappen geht. Ja. Wenn das jetzt super versteckt oder klein wäre, wäre sehr ärgerlich. Der Leser sieht es sofort. Wir hatten auch schon Leserbriefe, wo Leute irgendwas vermutet haben oder sowas. Klar, da muss man wirklich wachsam sein. Wir haben aber auch viele Leute, die über das Heft schauen, bevor es in Druck geht. Wir haben ja auch nochmal einen Korrekturleser und so weiter und so weiter. Von daher ist da die Fehlerquote sehr gering. Ja, klar. Man muss natürlich auch gucken, dass die Qualität bestehen bleibt und nicht ständig einen Leserbrief kriegt, was ist da los? Nein. Wie ist das denn, weil wir jetzt gerade beim Hakenkreuz waren, ich will jetzt nicht so sehr in die politische Ecke gehen, aber wie ist das denn mit Swastikas? Die sind ja eigentlich im Endeffekt, sind es ja von der Form her Hakenkreuze, aber sie werden ja in der spirituellen Ecke angesiedelt. Das müsste man dann von Fall zu Fall anschauen. Also es war noch nicht der Fall. Nein, hatte ich jetzt einfach noch nicht. Okay. Aber das müsste man dann halt im Gesamtbild vielleicht sehen. Ja, das klar. Ist ja, genau. Ja, normalerweise kann man das ja am Stil auch erkennen. Absolut. Gab es denn auch schon Mädels, die entweder, wenn du jetzt, sag ich mal, die komplette Strecke ist fertig, das Mädel freut sich, yay, und warum auch immer sie diese Tattoos hatte, auf einmal heißt es dann, du wirst doch nicht abgeguckt. Gibt es dann auch manchmal wirklich welche, die wirklich rammdösig reagieren, also die wirklich gemein werden oder... Danach? Nach der Veröffentlichung? Nee, die wurde ja nicht veröffentlicht. Oder jemand, der sich bewirbt und dann auf einmal, warum druckt ihr mich nicht oder warum meldet ihr euch nicht? Natürlich, ja? Das ist ein Dauerzustand. Ja. Ja, klar. In dem Augenblick, es ist menschlich. Ja, also ja, ich kann es auch ich kann das nachvollziehen. Viele nehmen das persönlich. Mhm. Ja, ist schade, weil ich probiere es ja so sanft wie möglich auch rüberzubringen, aber es ist ja auch klar. Mhm. Ja, wenn man 100 oder mehr Sets hat, oder bei Bewerbung reden wir von über 500, dann können die ja nicht alle im Heft erscheinen. Nee, klar. Dann muss man das denen auch schon beibringen,
dann gibt es sehr, sehr viele, muss ich auch gleich positiv dazu sagen, die ganz professionell oder normal reagieren. Ganz klar gibt es auch welche, die flippen tatsächlich fast aus. Krass. Gibt es auch. Ich wurde schon beschimpft. Ich werde regelmäßig auf Facebook gelöscht nach einer Absage. Also das ist immer so ein Kurvenverhalten. Genau, nein. Das muss man wissen. Ja. Und damit muss man umgehen können. Ich kann es. Ja. Ich probiere ein gutes Heft zu machen. Da muss man auch mit solchen Reaktionen rechnen und damit umgehen können, klar. Denkst du denn, ich frage das jetzt mal für die Mädels da draußen, wenn sich jemand einmal beworben hat und abgelehnt wurde, gibst du dann immer einen bestimmten Grund, sag ich mal, du sagst jetzt, ja, das eine Tattoo ist noch ein bisschen wenig, aber der Körper ist schön oder ist irgendwas Blödes. Und sie sagt dann, okay, ich hatte eh noch vor, mir mehr Tattoos zu machen, ich melde mich dann nochmal. Geht sowas auch? Also dass es auch teilweise wirklich ist, selbst wenn sie nicht viel ändert, aber etwas erfahrener ist und sich nochmal meldet, dass das dann tatsächlich angenommen wird? Absolut. Ja, passiert auch dauernd. Okay. Wir hatten schon Mädels, also es gibt viele Mädels, da ist es tatsächlich auch so, die sagen das auch so, das ist ihr Traum. Mhm. Ja, manche gehen dann von Fotograf zu Fotograf. Bis sie das gute Set haben. Ja, genau. Ja. Und so der Rekord liegt bei 5 eingereichten Sets von 5 verschiedenen Fotografen vom gleichen Mädel. Und die hat es dann auch irgendwann gepackt. Ja. Ich sag den Mädels auch immer. Also ich bin ganz ehrlich, wenn das nie was werden wird, dann sage ich es ihr, dann brauchst du nicht zu 10 Fotografen. Das wäre unfair gegenüber dem Mädel und auch gegenüber den Fotografen. Aber wenn da Potenzial ist, man muss es ja so sehen. Ich möchte ja auch so eine Frau nicht verbrennen. Ne? Mhm. Bringe ich die jetzt und sie ist unter ihren Möglichkeiten geblieben, dann ist das Thema ja erstmal durch. Ich kann ja nicht sagen, okay, das geht noch besser, ich bringe dich einfach in 2 Ausgaben nochmal. Sie ist ja dann erstmal gesperrt. Also probiere ich immer das bestmögliche Ergebnis von dieser Dame auch herauszuholen. Okay, und wenn die ein Set einreicht, wo ich sage, das geht auf jeden Fall viel besser, dann sage ich ja das. Ja, du hast durchaus Potenzial, das wird wahrscheinlich was irgendwann. Aber nicht mit diesem Set. Mhm. Das lass es uns selbst produzieren. Mhm. Ne, das biete ich dann auch manchmal an. Dann kriegen wir es ganz sicher besser hin. Manche wollen dann aber auch, nee, dann probiere ich es nochmal mit einem Kumpel, da ist auch Fotograf und so. Kann man ja probieren. Manchmal klappt das, manchmal klappt es nicht. Und wie du gerade sagst, es gibt eine Sperre. Ist es dann wirklich eine offizielle Sperre von wie vielen Monaten oder Jahren? Offiziell, also ich habe die Sperre auf 2 Jahre festgelegt. Okay. Ja, war vorher anders, oder? Das war vorher anders. Ja. Ich kann dir nicht genau sagen, wie lange die war oder ob es eine gab, aber ich habe gleich gesagt, ich schläge eine Sperre von 2 Jahren fest, auch aus Fairnessgründen gegenüber dem Leser. Mhm. Ja, es ist unfair, das Heft kostet 6,90, es ist es auch wert, es ist viel Arbeit, aber dann will man auch nicht jede 2. Ausgabe die gleichen Mädels sehen, nur weil sie in 3 verschiedenen Posen jetzt anders aussehen. Ja, gut, das ist Quatsch. Und nur weil sie ein Tattoo mehr hat, dann irgendwie 3 Monate später. Nee. Ja, ich habe wieder neues, genau. Naja, das gab's auch schon. Aber habt ihr schon so, wie soll ich das nennen, Dauerbrenner? Also jemanden, der wirklich, den ihr immer wieder gerne wirklich nehmt, so eine Art, ja nicht Stammmodel, aber. Puh, also ich hatte bisher in meinen 3 Jahren, also ein bisschen Werbung machen. Die offizielle Sperre ist 2 Jahre bei mir. Ich habe es jetzt 3,5 Jahre gemacht und hatte keine einzige Frau doppelt. Ach ja, schon, das ist ja dann wieder. Die Auswahl ist so groß, ja, dass ich gar nicht in die Not komme. Mhm. Aber klar, es gibt Mädels, die haben sich wirklich in diesen 3,5 Jahren massiv verändert. Mhm. Ja, sehen ganz anders aus und das kann man dann machen. Mhm. Ja, von daher kann ich gar nicht sagen, es gibt irgendwelche Dauerbrenner. Natürlich gibt es Mädels, mit denen versteht man sich gut, die repräsentieren das Magazin auch gut. Mhm. Die nehmen wir häufig mit auf Messen oder Conventions als Standmodel oder sowas, weil es einfach gut funktioniert. Und das sind aber grundsätzlich nur die, die im Heft waren. Ich habe jetzt gesehen, ihr sucht wieder Tattoo-Models für eine Messe. Ist das richtig? Ich mache immer solche Aufrufe für unsere großen Lounges, weil wir da immer, da wollen wir auch so ein bisschen durchwechseln vom Personal. Ein paar Leute, die schon dabei waren, die sich als gut erwiesen haben, aber dann auch immer mal wieder frische Gesichter. Also man muss nicht zwingend im Magazin gewesen zu sein, um euch auf einer Messe zu repräsentieren. Nicht unbedingt, weil wir machen ja immer einen Stand Tätowiermagazin und Tattoo-Erotiker zusammen. Mhm. Das heißt, wir probieren zu mischen, wenn wir 10 Models dabei haben. 5 Mädels, die schon in der Tattoo-Erotiker waren und vielleicht 5, die im TM waren oder zumindest bekannte Tattoo-Models sind. Okay. Also eine gute Mischung. Ja. Und wie ist das, wenn du so einen Aufruf machst? Ich meine, das lesen ja auch Mädels, die, sag ich mal, einfach an Tattoos interessiert sind, sich die Zeitschrift kaufen, selber vielleicht ein paar Tattoos haben, aber mit der Modelszene gar nichts am Hut haben und auf einmal melden die sich. Würdest du denen auch eventuell eine Chance geben? Oder wäre das eher so? Ja, klar. Jetzt war ja gerade der Fall. Ja. Ich hatte jetzt gerade die Tage einen Aufruf. Klar, da haben sich auch, also da melden sich wirklich unglaublich viele. Ja. Guckst du das alles selber durch? Also auch die Bewerbung, alles? Ja, ich schaue das durch.
Auch, ja. Das schon allein das ist ja eine mega Zeitaufwand, oder? Das ist, ja, wobei man das auch nochmal relativieren kann. Manchmal braucht man, um eine Bewerbung zu sichten, 2 Minuten. Du klickst einmal drauf und weißt halt direkt. Aber du antwortest jedem? Darf ich es fragen? Naja, also wenn sie sich per E-Mail bewerben, beantworte ich jede Mail. Und okay. Wenn sie sich bei Facebook, bei mir, bei einer Nachricht melden, auch. Okay. Wenn sie sich über die Internetseite melden und dann quasi in unserem... Als Kommentar einfach, meinst du? Ja, oder auf unserer Internetseite kann man sich auch bewerben. Da sind aber 500 Bewerbungen. Da kann ich nicht dauernd reinschauen. Mhm. Es kommt dann auch schon mal vor, dass da was liegt. Ja, ja. Das muss man auch verzeihen. Es ist einfach eine wirkliche Masse. Ja. Genau. Wie ist das, wenn du auf so einer Convention bist und Leute dich kennen oder erkennen? Ist das dann auch öfter, dass wirklich jemand so ankommt und du eigentlich schon merkst, es geht eigentlich wirklich nur darum, dass sie irgendwas möchte? Also, dass sie irgendwie veröffentlicht werden möchte oder sowas? Dass sich ja wirklich richtig welche ranschmeißen oder so? Ach so. Ach so. Ja, ja, das gibt es schon, klar. Ja. Ja. Schwierige Frage. Man muss das erstmal dann oft herausfinden, was sind die Beweggründe für... Ich nenne es jetzt mal die Anmache oder nur die Ansprache. Mhm. Oft ist es einfach so, dass sich jemand ganz nett unterhalten will. Und kann man ja auch, merke ich. Genau. aber ansonsten, klar, es gibt auch sowas. Mhm.